Hallo, mein Name ist Luca, meine lieben Freunde. Ich habe mir hier einen wunderschönen Tee vorbereitet, den wir uns gleich, beziehungsweise den ich mir gleich reinziehen werde. Ihr werdet euch nicht den Tee reinziehen, sondern meine Reaction auf das Video. Ich zeige euch mein fertiges Haus Teil 1 von Montana Black und unter anderem auch auf Teil 2 und Teil 3. Was ich direkt zu Beginn natürlich aber auch sagen möchte ist, ich glaube, ich habe mein Mikrofon wieder angerotzt. Och Mann, Junge, Alter. Monte und ich haben den unterschiedlichsten Geschmack, was eigentlich alles angeht, was es einfach nur gibt. Also ich schätze uns als zwei gegensätzliche Menschen an, was alles angeht. Von daher, bitte versteht, dass natürlich keine Kommentare von mir irgendwie böse gemeint sind oder so. Geschmäcker sind unterschiedlich und ich denke, ich werde mit vielem nicht konform gehen, wie er das gemacht hat. Allerdings ist das niemals böse von mir gemeint. Das möchte ich nur direkt von Beginn an sagen. Wir stellen die Geschwindigkeit ein bisschen höher, weil das Video eine halbe Stunde lang geht. Allein der erste Teil. Auch meine Reaction hier wird jetzt extrem lang sein. Also nehmt euch Popcorn, setzt euch aufs Klo und guckt euch das jetzt hier an mit mir. Moin Moin, meine aktiven Freunde und herzlich willkommen. Also ich muss jetzt mal ganz kurz stoppen. Hier, man sieht schon direkt überall LED, ne? Ich würde mich da persönlich fühlen wie in einem Solarium. Zu einem neuen Video in alter Frische. Lang ist es her. Das letzte Video, was ihr bei mir auf dem Kanal gesehen habt, war das Video über mein Haus, das ich jetzt gekauft habe. Das ist jetzt 7 oder 8 Monate her. Was? Und ja, es hat sich doch einiges verzögert. Aber erstmal danke, dass du eingeschaltet hast. Und bevor das Video richtig startet, gibt's doch mal ein bisschen Eigenwerbung. Ach Digga, davon habe ich wirklich, da habe ich ja genug von gesehen in den letzten Wochen, das läuft ja vor jedem Video von ihm. Im Grunde habe ich mir in diesem Haus nochmal ein neues Haus gebaut. Er hat sich in seinem Haus noch ein Haus gebaut, okay, ich bin gespannt. Die Veränderung hier, die hier stattgefunden hat, ist schon relativ krass, wie ich finde. Wir sind jetzt hier im Eingangsbereich und wie man schon unschwer erkennen kann, ist hier das Aquarium, das stand... Boah, das ist halt saugeil. Generell, wenn du so bewegende Dinge in deiner Wohnung hast, das macht schon viel her. Das macht schon viel her. Ich habe, bei mir bewegt sich nichts, außer ich. Das ist schon sehr traurig eigentlich bei mir hier. Wir haben hier indirekte Beleuchtung im LED-Stil. Also ich bin halt überhaupt kein LED-Fan. Ich habe bei mir in der Wohnung an 2 Orten LEDs, aber das sind auch sehr mit einem sehr weichen Licht. Und zwar ist das einmal hier, das ist so eine Nee, das ist gar kein LED, das ist so eine Tageslichtleuchte. Dass wenn ich hier arbeite, weil ich gucke halt gegen eine Wand, dass hier halt Tageslicht reinkommt und dass es auch vom Licht her ganz gut ist, also mit der Beleuchtung und so. Und ich habe noch eine LED im Badezimmer unterm Spiegel, weil ich habe so einen Spiegel von Wand zu Wand, der ist 4 Meter lang oder 5 Meter lang, 5 Meter breit. Und da unten drunter ist eine LED-Stripe, damit das halt cool beleuchtet aussieht. Aber sonst habe ich nirgendwo LEDs, weil ich da wirklich einfach kein großer Fan von bin. Und das hier so ein Paradebeispiel, was ich eigentlich nicht gut finde. Nämlich so blaues Licht und so. Aber er kann es wahrscheinlich auch umändern, denke ich mal. Farblich so einstellen kann, wie ich, wie ich möchte. Gerade. Wir haben hier direkt, wenn man reinkommt, auch wieder indirekte Beleuchtung. Boah, auch wieder so viele LEDs. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, würdet ihr das feiern? Also klar, man kann es ja ausstellen oder man kann es auch umstellen. Dann ist es geil. Also ich glaube, wenn man das hier wirklich in so ein warmes, hellgelbliches Licht umstellen kann, dann würde ich das sehr fühlen. Aber so, auch sehr schöne Lampe hier, aber so würde ich das nie anmachen. Das ist ja auch total schlecht für die Augen, dieses ganze blaue Licht, oder? Es gibt ja beim iPhone auch seit ein paar Jahren diesen Modus, dass man das Licht von der Farbtemperatur am Abend runterstellen kann. Und das sollte man auch tun, finde ich. Weil dieses blaue Licht ist ganz schlecht für die Augen. Zweiseitig, das kann man einstellen, wie man möchte. Ich muss dazu auch noch sagen, dass das nicht die dollste Stufe ist. Das sind nur 30% von der Helligkeit. Ich mag das. What? Der kann halt noch heller machen. Es ist noch nicht alles so, wie ich mir vorstelle, beziehungsweise es fehlen noch ein paar Kleinigkeiten. Durch Corona sind manche Sachen so lange von der Lieferzeit. Hier oben fehlt jetzt noch eine Lampe. Das haben wir jetzt nicht mehr rechtzeitig geschafft. Ja, und ansonsten ist dieser Bereich so, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen mein Werdegang auf YouTube. Alles hat angefangen die mit dem 100.000 Abonnenten-Button für Montana Black. Das ist schon ein Augenblick her. Das sind auch noch die alten Dinger vom Design. Ne? Boah, die habe ich auch noch. Diese ganz alten Teile. Da hinten steht einer und hier im Hintergrund. Ich hätte so gerne die neuen. Die sind so viel schöner. Hier drüben haben wir dann Spontaner Black, die 1 Million und auch Digga. Die Crew und richtiger Kevin. Der hat so viele YouTube-Kanäle, das ist unfassbar. Also ich wäre richtig happy, wenn ich mit meinem Zweitkanal, also dem Kanal, wo das Video gerade kommt, wenn ich irgendwann 1 Million Abonnenten erreiche, boah, wenn ich den Button dann noch habe, das ist krass. Aber die sind echt klein geworden. Also im Vergleich zu den alten. Das ist jetzt hier die Küche, auch hier in der Küche. Vielleicht erkennbar für die Leute, die sich das alte Video angeguckt haben, beziehungsweise das alte Video noch Erinnerung haben, hat sich auch einiges getan. Wir haben, oder ich habe eine komplett neue Arbeitsplatte, Granitarbeitsplatte einbauen lassen, weil mir die alte einfach nicht gefallen hat. In diesem Look, hier der Look von der Platte zum Fußboden, finde ich sehr geil. Hier mein Engel Agatha. Oh,
Leon hat Agathe hat gezaubert. Agathe hat heute wieder gezaubert. Ja. Nudeln mit Bolognese. Sag ehrlich, hat köstlich geschmeckt, oder? Sehr köstlich. Nudeln mit Bolognese. Richtiges Kinderessen. Ja, halt aber esse ich auch fast jeden Tag, ey. So geil. Hier der Sitzbereich ist noch nicht fertig. Die Stühle. Digga, wie viele Backöfen hatten der? Sind das 5 Backöfen? Der Stuhl ist aus dem Wohnzimmer. Normalerweise, wir haben noch von diesem Stuhl noch 2 Stück bestellt. Lieferzeit aber wieder irgendwie gefühlt 3 Jahre. Dieses Bild habe ich geschenkt bekommen von Dustin. Ah, von einem Kollegen von mir. Der Kollege. Das ist geil. Das ist ultra krank. Geil, das Bild. Kaino mit Graffiti-Elementen. Wenn man Schwarzlicht etc. hat, verändert sich das Bild. Ein wunderschönes Bild. Dustin, Grüße gehen an dich raus. Habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut. Und ansonsten, ja, hat sich hier nicht viel verändert, außer dass ich mal langsam herausgefunden habe, wie diese Öfen hier alle funktionieren. Das krank. Ist der beste Ofen aller Zeiten, Digga. Wirklich der beste Ofen aller Zeiten. Und zwar ist das der Warmhalteofen. Agathe stellt hier, ich habe zu ihr gesagt, sie soll das Essen heute da hinstellen, aber normalerweise packt sie hier nie mein Essen rein, macht es auf Stufe 2. Und dann bleibt das den ganzen Tag warm, Digga, das Essen. Digga, was? Also, ja, dass es das Ding gibt, weiß ich. Ich hatte auch überlegt, mir das in meine Küche einzubauen, aber ich brauche das einfach nicht, weil ich habe eine Mikrowelle geholt, so. Weil ich mir halt einfach dachte, Digga, das ist so eine Energieverschwendung, die ganze Zeit an so ein Ding anzuhaben. Das ist ja so, als wenn ich, also das heißt ja dann, dass Agathe theoretisch, also Agathe ist eine Hausdienstleisterin, ich weiß nicht genau, wie der Name des Berufsfelds ist. Ich habe das nur in Saschas Videos mitbekommen, dass sie für ihn halt kocht und sauber macht und so. Und dann ist es ja so, wie er das sagt, anscheinend so, dass Agathe irgendwie dann, während sie arbeitet, für ihn kocht. Dann hat Agathe irgendwie um 16 Uhr das Essen fertig, stellt es da rein und Monte isst das dann vielleicht irgendwann um 9. Und dann ist 5 Stunden lang dieses Ding auf Stufe 2 und hält das Essen warm. Bruder, ich will nicht deine Stromrechnung sehen. Vor allem mit den ganzen LEDs. Kostet ja 1 Monat in dem Haus leben, kostet so viel wie das Haus selbst wahrscheinlich. Ja, nochmal im Flurbereich. Da gibt es nur die indirekte LED-Beleuchtung. Boah, Digga. Ey, meine Augen tun weh. Wenn ich mir dieses Video nur angucke, das ist echt krass, hab ich einfach empfindliche Augen? Feiert ihr das so krass mit den LEDs? Sagt, kann ja auch sein, dass ihr jetzt alle sagt, boah, nee, das ist krank. Aber ich würde es zumindest, klar, wenn man die Möglichkeit hatte mit den LEDs, ist geil. Also ich hätte es einfach komplett weggemacht, diese alles hier und einfach irgendwie schöne Spotlights, die von oben runter runterleuchten. Aber wenn ich LEDs da gemacht hätte, dann zumindest irgendwie in einem sanften Gelb-Weiß. Dann haben wir hier, also den Raum würde euch wahrscheinlich sonst niemand sagen, weil er einfach vollgepackt ist jetzt. Das ist so mäßig aktuell die Abstellkammer. Hier haben wir eine Garderobe für einen Haufen Jacken, die ich noch nie getragen habe, Digga. Muss ich auch fairerweise einfach mal sagen. Jacken. Also gefühlt 90% dieser Jacken habe ich noch nicht getragen. Ja, hier ist. Also, wenn das nur die Jacken sind, die er sonst nicht trägt, dann will ich nicht wissen, wie viele Jacken er hat. Den Haufen Sachen, wo ich noch nicht weiß, wohin damit. Hier auf der Seite haben wir auch wieder einen Haufen Sachen, die ich noch nie getragen habe. Unzählige Caps, Digga. Schuhe über Schuhe. Badelatschen über Badelatschen. Braucht man das alles? Nee, Digi. Habe ich es trotzdem gekauft? Ja, bereue ich das? Nö, ist halt so, Digga, was soll ich dir sagen? Aber hier kann ich halt noch Schuhe hinstellen, etc., Caps reintun, Jacken. Ja, das ist so ein, ja, weiß nicht, wie man so einen Raum nennt. Ein kleines Ankleidezimmer, das Mini-Ankleidezimmer, würde ich mal sagen, ja. Und hier sind halt noch Sachen drin, die wir erst heute aus der Wohnung noch abgeholt haben, die ich im Übrigen immer noch nicht gekündigt habe. Die Wohnung noch immer nicht gekündigt, da kann ich eine imaginäre Faust geben, Monte. Ich habe meine Wohnung in Köln auch leer stehen einfach. Weder bisher vermietet, noch oder verkauft halt. Weil ich mir immer noch so dieses Hintertürchen offen lassen will. Hey, was, wenn ich jetzt wirklich auf Dauer merke, Hamburg ist doch nicht so meins. Ich fühle mich pudelwohl, ich habe mich direkt eingelebt, was ich nicht gedacht hätte. Aber ich habe mir immer noch dieses Hintertürchen offen gelassen. No sexual. Spasti. Ja, das Gästebadezimmer, da hat sich auch nicht so viel verändert, außer diese wunderschöne Schreichtechnik wieder, die Seid gemacht hat. Das finde ich, sieht sehr, sehr geil aus. Die Scheibe wurde noch reingebaut. Neues Scheißhaus kriege ich auch noch, weil das ganz große Problem ist, Digga. Das ganz große Problem ist, ich sag's euch so, wie es ist. Wenn ich mich hier hinsetze zum Pissen, dann küsst er immer das Keramik. Oh, Digga, fühle ich so sehr. Also mein Oschi ist ja auch 2,5 Meter oder so. Halt einfach dein Maul. Und jedes Mal, wenn man irgendwie, also ich habe hier extra andere Toiletten auch einbauen lassen. Also hier waren noch keine Toiletten, aber ich habe andere Toiletten einbauen lassen, als beispielsweise in meiner ersten und zweiten Wohnung in Köln, die ich noch nicht gekauft hatte, wo man halt nichts verändern durfte. Aber da war es so, vor allem in meiner zweiten Wohnung in Köln, in meiner kleinen Mietwohnung damals, als ich noch studiert habe. Ey, es war so eine Qual, da auf Toilette zu gehen. Ich habe immer im Stehen gepisst und wenn ich groß musste, habe ich in eine Badewanne gekackt. Nee, so schlimm war es nicht, aber es, also das fühle ich sehr. Dann haben wir hier noch das Gästezimmer. So sieht das ganze Ding aus. Oh, Gästezimmer aus. Auch noch. Auch wie überall wieder in der. Boah, Junge, da könnte ich ja nicht schlafen, ne? Würde ich direkt sagen, mal aus, mal alles aus. Wände gestrichen in einer geilen Farbe. Bud Spencer und Terence Hill auf Ehrenbruderbasis über dem Gästebett. Schöne. Das war sehr schön. Das ist echt sehr schön. Irgendwie erinnert mich generell so helles Blau und Weiß erinnert mich immer an Norddeutschland. Also Buxtehude ist ja auch Norddeutschland, ist ja quasi hier bei mir direkt nebenan von Hamburg. Aber sehr schön. Schönstes Zimmer bisher, finde ich. Beleuchtung. Bequemes Bett. Sehr schön. Also ich habe selber noch nicht drin geschlafen, aber Medi zum Beispiel, mein Kollege. Das, hier hätte ich dann beispielsweise noch einen Teppich vorgelegt. Weil so sieht's sehr, sieht so aus wie so ein,
wie so eine Schlucht hier zwischen jetzt. Die Medi hat da drinnen gepennt, er hat besser hier geschlafen als bei sich zu Hause. Ja, und ansonsten ein kleiner Schreibtisch, das ist, also ist noch nicht alles fertig. Hier stehen noch ein paar Kartons mit Autogrammkarten, die ich unterschreiben muss. Sehr geil, wie so ein kleines Hotelzimmer. Unter den Tisch, wo ich noch nicht nee, da ist ein Aquarium! Ah, guck mal hier, da ist noch Mr. Gürtelstachelal. Moin! Mr. was? Gürtelschlangenal? Moin, Meister. Das ist hier das Gästezimmer. Ich finde sie faszinierend, aber auch ekelhaft, ne? Muss ich sagen. Ich finde sie sehr faszinierend, sehr, 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 sehr schöne Tiere. Aber ich glaube, also ich bin auch so ein Mensch, ich war einmal schnorcheln auf Mallorca mit meiner Familie vor, boah, keine Ahnung, 10 Jahren oder so. Und dann bin ich getaucht und bin dann mal ein bisschen untergetaucht und fand so voll schön unter mir die ganzen Fische. Und dann habe ich nach oben geguckt, Digga, über mir war ein Fisch, die hat einen halben Herzinfarkt. So, das habe ich ja schon öfter mal erzählt. So, seitdem habe ich so eine gegenüber Fischen, aber sieht natürlich wundervoll aus. Das ist natürlich jetzt das Highlight hier, Diggi. Das ist das Wohnzimmer. Und also, Leon, ja. Ich glaube, die Leute haben sowas noch nie gesehen. Darf ich vorstellen? Digga. Meine Badewanne, mein XXL ist schon Aquarium. Sehr wild. 4,30 Meter lang. Allein auch mit der Rückwand. Die meisten Aquarien sind ja hinten dann auch so gläsern, aber hier einfach mit diesem Stein und so, sehr geil. Insgesamt 5 Tonnen schwer. Also 5 Tonnen? Das ist so schwer wie mein... Nein. Dann haben wir hier natürlich den Essbereich. Ganz kurzer kleiner Funfact, Leon war dabei. Ich sag zu Agatha, Agatha, mach mal für das Video schöne Deko. Agatha sagt, kein Problem. Oder kennt ihr irgendjemanden, der sich hier hinsetzt und einfach mal zum Chillen eine Zitrone frisst? Ich sag auch mal so, ich bin kein Flex. Der Fernseher kostet 8.000 Euro, Digga. Für 8.000 Euro einen Fernseher zu holen? Boah. Und dann haben wir natürlich hier noch die extrem geile Couch, eine schöne XXL-Couch, wo man mit den Jungs auf entspannt Bundesliga gucken kann, ja, wo man entspannt Serie gucken kann. Aktuell habe ich Game of Thrones angefangen, 3 Folgen, heute später gucke ich noch weiter. Gefällt mir auch und die Couch ist super bequem, ist Mikrofaser, war ein bisschen teurer die Couch, aber man... Ich, auch wieder no hate, ich fühle mal solche Couches nicht, die so ganz viele Funktionen haben. Ich finde, eine Couch hat eine Funktion und das ist gemütlich sein. Aber wenn du dann plötzlich so also sieht zumindest so aus, dass man hier noch eine Kopfstütze rausfahren kann hier und dann ist es hier noch funktional und bla bla. Ich finde, alles sollte funktional sein und Ästhetik miteinander verbinden, Funktionalität und Ästhetik miteinander verbinden, außer eine Couch. Die soll einfach nur gemütlich sein und schön aussehen. Aber das ist natürlich geil mit dem Surround-Sound-Ding. Wirklich eine geile Couch mit Stauraum. Du kannst dir die Dinger verstellen, kannst dir an der Seite das Ding verstellen. Das meine ich. Eine geile Couch. Eine sehr geile Couch, die auch umbauen. Dann hast du nachher ein Auto. Die ich finde, gut reinpasst. Auch die Lampen, wenn man jetzt nochmal vergleicht, diese Lampen, die finden sich auch vorne im Eingangsbereich. Ja. Überall so dieselbe. Digga, da hängen nochmal Play-Button. Also alles, was er an den Wänden hängen hat, hat irgendwie mit seinem YouTube-Kanal zu tun. Ab geht's in die Garage. Digga, die Garage ist natürlich wild. Mit diesem Design wie von einem Zug, von so einem ICE. Sieht sehr krass aus. Ja, willkommen in meiner Garage, Digga. In meiner Garage. Geil. Sehr wichtig, die Kameras. Das ich mir gekauft habe, mit dem ich dreimal gefahren bin, Digga. Hier steht mein Baby, den ich selten beglücke. Schon 2 Monate nicht mehr gefahren, aber ich will... Warum? Also, wenn du so eine Karre hast und er liest den ja, glaube ich, also das Lambo-Video habe ich mir angeguckt, dann zahlst du ja monatlich, du blätterst ja die ganze Zeit Geld raus. Leasing ist ja einfach nur Geld rausballern. Warum fährst du ihn denn dann nicht? Stell dir mal vor, wenn er den ja 2 Monate nicht gefahren hat, stell dir mal vor, du zahlst in einem Monat irgendwie Leasing für das Ding, keine Ahnung, 3.000, 4.000 Euro, ich kann es nicht einschätzen. Und du weißt einfach, du hast diesen Monat quasi 3.000, 4.000 Euro für nichts bezahlt, weil du keinmal gefahren bist. Dann hau den doch mal richtig fetz mal rum da durch Buxtehude, Monte. Ich will nicht, dass das auch noch was Alltägliches wird, dass ich ihn habe. Also, was Alltägliches. Ich sehe ihn jeden Tag. Aber das Fahrgefühl soll nicht alltäglich werden. Und deswegen fahre ich ihn wirklich sowieso zur kalten Jahreszeit jetzt wesentlich seltener. Und ja, aber Digga, das ist wirklich ein sehr, 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 sehr geiles Auto. Aber am Ende, Digga, würde ich mich immer für meine S-Klasse entscheiden, Digga. Die S-Klasse ist einfach Liebe. Ein Wohnzimmer für echte Männer, Digga. Ich saß noch nie in der S-Klasse und ich glaube, da bin ich auch froh drüber, weil wenn ich einmal in so einem S63 Coupé ist das ja, glaube ich, wenn ich da einmal drin sitzen würde, würde ich, glaube ich, auch sagen, boah, ich gebe meinen Porsche ab, ich hole mir das Ding, weil da soll man wirklich drin sitzen wie in einem, wie auf einem Sofa. Aber krass. Ja, okay, dann soll Lambo fahren für ihn halt was Besonderes bleiben, aber dann denke ich mir, dann kann er doch auch safe irgendwie einen Deal dribbeln, oder? Mit dem Autohaus. Das ist die Garage, Digga. Ein echtes Highlight, wie ich finde. Ich habe so noch nicht eine einzige Garage gesehen. Mit Graffiti-Künstlern bestückt. Omsk und Kino, 2 Sprüher, die mich in meiner Kindheit mies geprägt haben mit ihrer Kunst, mit ihrem Graffiti. Und auf der anderen Seite haben wir ein Graffiti von Moses. Ich würde fast sagen, halt einer der nichts. Bekanntesten Sprüher europaweit. Jeder, der Graffiti kennt, kennt auch Moses. Und den bei mir auch in der Garage verewigt zu haben, oder dass er sich hier verewigt hat, ist einfach...
Das soll es eigentlich gewesen sein. Das war das Erdgeschoss von Monte. Zum Erdgeschoss kann ich ja schon mal ganz kurz sagen, fühle ich auf jeden Fall. Allerdings könnte ich da nicht wohnen. Also wenn ich ihn mal besuchen sollte und da hinkomme, könnte ich da halt chillen. So für, keine Ahnung, 2-3 Stündchen. Aber irgendwann würde ich mir denken, das ist mir jetzt zu viel hier Licht und da LED und so weiter und so fort und eingeengt so. Keine Ahnung, vielleicht hat er die Fensterrollläden runtergemacht, aber ich habe fast keine einzigen Fenster da jetzt irgendwie so richtig gesehen. Ist aber alles natürlich Geschmackssache. So, ich schlingel. Das Obergeschoss. Hallo und herzlich willkommen heute zum zweiten Teil meines Hausvideos. Und ja, wie ihr schon vielleicht sehen könnt, es geht nach oben, also sind wir im Obergeschoss. Ich würde sagen, dann gehen wir mal ins Badezimmer rein. Das Badezimmer war eigentlich ein gutes Badezimmer, aber ich habe mir gedacht, ich will es einmal richtig machen, Diggi. Und deswegen habe ich so gemacht, wie es mir gefällt. Und ich würde sagen, wir gehen mal rein. Erstmal den LED-Look drauf abflashen, Digga. Solarium, Digga. Also klar, du kannst natürlich alles ausmachen, aber dieses LEDs, ich will das jetzt auch nicht so übertrieben haten, wie gesagt, ist alles Geschmackssache, aber es ist wirklich sehr anstrengend, finde ich. Erstmal auf den LED-Look drauf abflashen. Indirekte Beleuchtung, auch wieder natürlich im gesamten oberen Bereich. Ich mach mal richtig Licht an, Digga, kannst den ISO-Wert da jetzt mal einstellen, auf Profibasis, Digga. Jetzt bin ich mal gespannt. Es ist immer noch direkt so voll blau alles. Was ich im letzten Video gar nicht so gezeigt hatte, was aber im gesamten Haus ist, überall Sicherung für die Fenster. Doppelsicherung, so, noch einmal den hier, dann kann ich das abschließen und wenn man jetzt, also es ist so doppelt und dreifach abgesichert, plus Alarmanlage, Bewegungsmelder noch, also wer hier einbrechen möchte bei mir ins Haus, der sollte irgendwie, ja, irgendwo in seinem Stammbaum MacGyver drin haben, weil ansonsten wäre das nicht möglich. Ja, ansonsten haben wir hier noch, natürlich, meine wunderschöne Parfumsammlung, Digga. Leon hat auch schon ein bisschen geschnüffelt, oder? Ja. Da sind doch die ein oder anderen Klassiker drin, wie in meiner Classic-Playlist auf Spotify.de. Ja, sehr viel Creed, also sehr viele geile Düfte, wie ich finde. Und Digga, ich wusste gar nicht, dass er so ein riesiges Parfum ist. Hier sind sehr, sehr viele ausgefallene Düfte drin. Und ich glaube hier Handtücher und noch ein bisschen Parfum. So Auslaufmodelle, die ich nicht mehr benutze, beziehungsweise auch nicht in der Sammlung haben will. Auslaufmodelle, die du nicht mehr benutzt. Bro, du kannst mir nicht sagen, dass du alle deine Parfums, die da in dem Spiegelschrank sind, dass du die alle regelmäßig benutzt. Da standen noch 50 Stück drin oder so. Krank. Hier hinten der Scheißhausbereich. Auf ganz gemütlich, Digga. Buff. Sau warm ist das, ne? Ja. Diggi, mir ist auch echt warm. Und hier natürlich. Die Fußbodenheizung im Badezimmer muss aber auch krass sein. Ja. Und hier natürlich das muss auch, Highlight. Digga, im Badezimmer, es gibt nichts Besseres. Du stehst morgens auf. Mir ist immer morgens kalt. Und wenn du dann halt ins Badezimmer gehst und hast Fußbodenheizung an, Schock. Komm mal her, Leon. Meine wunderschöne Dusche. Oh, Bruder. Oh, sehr wild. Drei Stufen. Hinten Wasserfall, in der Mitte. Guck mal, so viel schöner, wenn es so eingestellt ist. Dusche. Guck mal. Oh. Bruder. So duschen oder? Ich trau mir. Drei Stufen, hinten Wasserfall. So duschen. Hundertprozentig so. Also das wäre mir jetzt auch schon zu gelb-grünlich so. Ich würde es einfach ein bisschen runterstellen und dann ein bisschen weniger Sättigung rein. Und ich finde, es sieht doch deutlich edler aus, wenn es nicht so blau beleuchtet ist, sondern so gelblich. In der Mitte noch ein Brausestrahl und dann noch, wie nennen wir das nochmal, auch nochmal so ein Wasserfall, Digga. Indirekte Beleuchtung, Beleuchtung beim Duschen hier. Wunderschön. Ich habe schon oft gut geduscht, auch in richtig schicken Hotels. Ne? Aber die Dusche ist wirklich mit die schönste Dusche, wo ich jemals drin duschen war. Gefällt mir sehr gut. Ja, und jetzt kommen wir natürlich zum Highlight. Da, wo ich immer alleine liege, weinend und an der Nudel rumspiele, Digga. Das Schlafzimmer. Ah. Oh, Digga, ja, auf Bentley angelehnt, die Decke. Wir haben hier den grandiosen, wunderschönen Sternhimmel, Digga. Der ist wirklich, ist einfach wunderschön. Viele von euch kennen das vielleicht noch aus der Kindheit. Da hatten sie diese Sterne, die man im Licht aufladen musste als Kind. Und die hat man sich dann hingeklebt und die hat dann geleuchtet. Kennt viele von euch. Und das ist bei mir hängen geblieben. Ich wollte immer gerne einen Sternhimmel haben und den habe ich jetzt. Ja, Leon, warte mal, ich mach mal da mal das Licht an hier. Dann haben wir hier mein XXXXXXXXXL-Bett. Das ist, also, Digga, ich leg mal rein, Leon, damit man mal das Verhältnis sieht. Ah. Was? Das ist ja unnormal riesig. Das hier verstehe ich nicht, da würde ich mir immer den Kopf dran stoßen nachts. Aber das ist brutal. Das ist ein wunderschönes Bett mit indirekter Beleuchtung, LED hier und unten am Fußende. Ich habe hier noch, wie nennt man das nochmal, Wireless Chargings. Unten am Fußende hat er auch LED. Da hätte ich eine Dingens gemacht, so eine Bewegungsmeldung. Das hatte ich in einem Hotel in München und dann habe ich es bereut, dass ich mein Bett hier schon fertig gemacht habe in Hamburg. Weil das ist so, also in München war es so, ich bin früh morgens, es war irgendwie 7 Uhr und die Sonne war noch nicht aufgegangen. Bin aus dem Bett gestiegen, habe das dementsprechend dann halt gesehen. Aus dem Bett gestiegen und wollte eigentlich zum Lichtschalter gehen. Allerdings ist dann das Licht unterm Bett angegangen. Das war auch LED, also vielleicht kann das auch noch nachrüsten. Es war jetzt nicht so ein blaues LED, Alter, da wäre ich morgens direkt, wäre ich direkt wieder schlafen gegangen. Aber es war so ein gelbes, warmes Licht und es ging so langsam dann an. Also ich bin quasi aus dem Bett gestiegen und das Licht wurde so ganz langsam ein bisschen heller unterm Bett. Das war richtig geil, das mache ich mir demnächst safe. Hier oben dieser Industrielook, Platten. Also nur mal für eure Vorstellung, was das für eine Arbeit war. Jedes einzelne Licht hier, jeder einzelne Stern ist ein, wie nennt man das denn nochmal? So eine Plastikschnur wie Angelleine,
Jedes Ding wurde einzeln durchgesteckt und abgeschnitten. Ich weiß nicht, wie viele das sind, aber nur der Sternenhimmel hat eine Woche gedauert. Das hat Gerald gemacht, Ehrenbruder Gerald, mein Elektriker. Der hat das gemacht, der hat ziemlich abgekotzt, weil er eine Woche lang nur diese einzelnen Seen hier durchgetan hat. Aber am Ende, das Ergebnis sieht papamäßig aus. Ich kann alle Farben einstellen, wie ich möchte, auch verschiedene Farben. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Also ist auf jeden Fall, das Bett habe ich mir anfertigen lassen. Das Bett habe ich mir anfertigen lassen und ich muss wirklich sagen, das ist ein riesen Klopper, aber geil. Mein Surround-System von Bose da hinten auf entspannt. Ja, und ansonsten habe ich hier noch so eine kleine Sitzecke, Digi. Ja. Mein Fernseher, den ich auch unten im Wohnzimmer habe. Ich fühle mich hier sehr wohl. Auch hier wieder natürlich der flauschige, wunderschöne Teppich. Das sehr ist halt schön. Mein Schlafzimmer, weißt du? Ich finde aber, der Teppich passt Fernseher, nicht zum Rest. Dicke Surround-Anlage, dickes Bett, was willst du als Mann mehr? Ja, und jetzt kommen wir natürlich hier zum Highlight im Grunde auf der Etage. Wirklich zum Highlight. Mein Ankleidezimmer, Digga. Und ich sag's gleich vorweg, das ist mein Ankleidezimmer. Das ist ah, den Part habe ich schon gesehen. Leon, der Part bereit, wurde auch irgendwo hochgeladen. Ja, okay. Den Part habe ich schon komplett gesehen vom Ankleidezimmer. Deswegen auf das Ankleidezimmer werde ich jetzt nicht reagieren. Ihr könnt euch, wie gesagt, das Video ab hier selber angucken. Aber den ganzen Part vom Ankleidezimmer habe ich mir schon angeschaut. Sieht man irgendwo nochmal so ein komplettes Bild vom Ankleidezimmer, dass ich kurz sagen kann, was ich davon halte. Warte, hier so ein bisschen, ne? Das ist ja sein Ankleidezimmer. Was ich halt finde ist, und das hat er in diesem Part auch gesagt, meine ich, dass er das halt wie so ein Shoppinghaus haben wollte. Und das fühle ich wiederum überhaupt nicht. Also klar, es hängt hier alles rum und bla und es ist alles schön und gut und es ist auch alles nur Geschmackssache. Und auch der Spiegel ist sehr, 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 sehr wild. Der Spiegel ist unnormal wild. Den fühle ich sehr, 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 sehr krass. Der passt auch alles und das ganze Ankleidezimmer passt auch zum Rest des Hauses. Also es passt alles super zusammen. Aber ich finde diese Optik einfach nicht geil, dass es so ist wie ein Kaufhaus. Weil ich würde mich immer wie in einem Kaufhaus fühlen. Und das fühle ich halt nicht, weil ich will nicht in einem Kaufhaus sein, sondern ich will in meinem Ankleidezimmer sein, beziehungsweise in meinem Haus, in meiner Wohnung, whatever. Aber ja, das hier war quasi das obere Stockwerk von Monte. Ganz kurz meine Meinung zum Obergeschoss. Fühle ich deutlich mehr als das Erdgeschoss. Ich hätte allerdings auch natürlich wieder einiges anders gemacht. Und das ist natürlich auch wieder nicht böse, beleidigend, whatever gemeint. Es sind einfach unterschiedliche Ansichten. Ich habe die Ansicht, er hat eine andere Ansicht. Und das ist auch gut so. Oh Digga, warum ist denn das plötzlich so laut hier? Freunde und herzlich willkommen zum dritten Teil meiner Haustour und die ist natürlich dann dementsprechend im Keller. Ich würde sagen, Leon, wir schnacken nicht lange, wir gehen schon mal runter. Hier ist eigentlich, ja, hier wurden die Wände gestrichen in schwarz. Hier hängen schöne Bilder von mir. Das finde ich wiederum gut. Also wir haben das bei uns zu Hause auch so, dass alles matt schwarz gestrichen ist im Keller, damit der Keller auch wie ein Keller wirkt. In der Simpson-Optik. Wir wollen hier uns jetzt gar nicht so lange aufhalten eigentlich, weil ja, hier hängen ein paar Bilder. Hier oben hängt noch auf entspannt eine Rolex-Uhr, die ich geschenkt bekommen habe von meinem Homie Knossi. Die hat er mir geschenkt. Jetzt hat sie hier einen würdigen Platz. Und ja, ansonsten haben wir natürlich hier jetzt in den Kellerbereich und das wird nicht jedermanns Geschmack sein. Oh, ist das geil, dass da Holz drin liegt. Ich hatte erst Angst, dass da Angst. Ich hatte richtig Schiss davor. Ich hatte erst vermutet, dass da unten Fliesen liegen, wie in so einem Keller. Aber er hat es richtig, richtig geil gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass der Keller so geil aussieht. Da sehr, sehr viel Graffiti von dem Künstler Don. Sieht aus wie so eine Toilette auf einem Club an der Schanze hier in Hamburg. Und Frost, die sich hier ausgetobt haben. Hier oben über diese Lampen werden noch schwarze Gitter kommen, dass man im Grunde das Gefühl hat, wenn man hier längs geht, dass man in so einem, ja, ich will mal fast sagen, in so einem Ghetto-Tunnel ist. Finde ich persönlich ganz geil, die Optik. Ist aber, wie gesagt, nicht jedermanns Geschmackssache. Das ist wieder interessant, immer wenn er sagt, ja, das fühle ich halt sehr, aber andere Leute vielleicht nicht. Genau bei den Sachen denke ich mir immer, das fühle ich wirklich. Und ich finde das, vielleicht liegt es auch daran, dass es ein Keller ist. So hätte ich auch Bock beim Keller, wenn ich irgendwann mal ein Haus bauen sollte, was ich glaube ich nicht machen werde. Ich werde immer so ein Wohnungstyp eher sein. Aber wenn ich mir auch was bauen würde, würde ich den Keller komplett anders machen, Alter. So mit Billardzimmer und auch so mit LEDs. Also darauf hätte ich dann richtig Bock, also da dann mal richtig ausrasten, wisst ihr? Wir hier den Hauswirtschaftsraum von, ja, von meinem Engel Agatha. Hier haben wir, ja, hier macht sie halt meine Wäsche. Ist noch nicht alles so ganz perfekt. Komm rein, Leon. Hier haben wir Waschmaschine, Trockner. Hier haben wir das Überwachungssystem, wo alles aufgenommen wird, was bei mir passiert am und um mein Haus. Ich habe insgesamt, ich weiß gar nicht, wie viele Kameras, 10 Kameras, die alles aufzeichnen, was hier passiert. Warum macht er das nicht digital? Also bei mir sind Überwachungen und so in der Wohnung, außerhalb von der Wohnung, Tiefgarage etc. kann ich alles vom Handy quasi drauf gucken. Weil so muss er, also kann er ja vielleicht dann auch. Aber wenn er es nicht hätte, müsste er halt immer im Keller. So, das wäre halt, glaube ich, unentspannt. Was ich sehr fühle, ist, dass die Geräte hier schwarz sind. Und das wird hier alles gespeichert. Ja, Staubsauger, keine Ahnung, Digga. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Jetzt hier nicht viel getan. Der Raum ist immer noch komplett leer, den brauche ich auch nicht zeigen. Hier haben wir jetzt auf entspannt erstmal. Boah, Digga. Ja. Gut, sehr gut. Habe ich genauso. Ich habe so viele Einbauschränke bei mir in der Küche. Es steht alles voll mit Bierkisten und Wasserkisten. Und was mir gerade auffällt, ich mache die Geschwindigkeit mal wieder auf 1,25. Hier stehen so die Getränke. Ja, diese Regale habe ich mir bestellt, auf ganz entspannt. Ich würde sagen, wir wollen nicht so lange schnacken, denn ihr wollt alle das Gamingzimmer sehen, oder? Ich weiß, man hat es schon ein bisschen gesehen, klar, aber glaubt mir, ihr werdet es jetzt nochmal auf eine andere Art und Weise sehen. Hier ist die legendäre Eingangstür.
Get on my level, Gamers Only. Gamers Only, mein Partner für Langzeit-Performance-Drinks. Ihr wisst es ja, die haben mir hierbei geholfen, mich supportet. Und deswegen werdet ihr auch deren Logo vermehrt bei mir im Zimmer sehen. Dann sind es meine Sponsoren und sie haben mich sehr supportet. Ich würde sagen, wir schnacken nicht lange. Wollt ihr mal den Aal sehen? Dann kommt mal rein hier in die warme Bude. Zack, 3, 2, 1, Abfahrt. Ja, ist krank. Man hat das ja schon in seinen Streams da gesehen. Also ich gucke ihm jetzt nicht live zu irgendwie. Aber man hat das ja schon in seiner Livestream-Zusammenfassung gesehen, da wo er nach seinem Bann zurückkam auf YouTube. Das war ja dann sein Video da, was in den Trends war, da hat man das schon gesehen. Sehr, 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 sehr wild. Krank. Wo soll ich anfangen? Ich glaube, wir fangen erstmal an. Also wer kann von sich behaupten, LEDs in seiner Tür zu haben? Hm? Ich habe LEDs in meiner Tür, Digga. Also der Raum, entweder man mag ihn oder man mag ihn nicht. Das ist natürlich sehr viel Licht. Ja, wie er auch schon sagt, entweder man mag es oder man mag es nicht. Und so ist es halt bei LEDs. Ich feiere LEDs halt persönlich nicht. Weiß ich nicht, ich finde, es ist too much. Aber er steht natürlich sehr darauf. Er hat so einen LED-Fetisch, hat er ja sogar selbst, glaube ich, schon mal gesagt. Wo soll ich anfangen? Fangen wir in den Bereich an, in meinem Kühlschrank-Bereich. In dem Gamers-Only-Bereich, wo ja, meine Performance-Drinks allzeit für mich bereitstehen. Kühlschrank. Das werde ich ja nie verstehen. Das sind einfach keine Performance-Drinks, Digga. Das ist einfach nur Scheiße für deinen Körper. Sorry, dass ich das jetzt so sage, aber besser nicht trinken. Sorry, dass ich das so sage, aber wenn es ein Partner von ihm ist und wenn die ihn supportet haben, dann ist es geil und cool und die Jungs hinter Gamers-Only können auch Hammer sein. Und wenn ihr das trinken möchtet, dann macht das gern. Aber es informiert euch einfach mal ein bisschen. Es ist wirklich nicht gesund. Das, was ich euch jetzt hier hinter zeige, ist nur die Elektronik und die Kabellage von diesem Raum. Guck mal, Leon. Digga, was? Boah, ich habe auch so einen bodentiefen Schrank, der ist 3 Meter hoch, glaube ich, wo alle möglichen Kabel drin sind von Überwachungskameras, Sicherheitssystemen, Ethernet, Router, Heizung, aber auch Warmwasser und so. Die ganzen Stränge laufen da durch, aber das ist nicht ansatzweise so viel wie da. Klar, du kannst jetzt auch nicht eine Wohnung mit einem Haus vergleichen mit der Versorgung und so, aber das ist schon krank. Also, das ist nur von hier unten, Brudi. Was? Ah, das ist nur von da unten? Ja. Dann kommen wir hier in den Zockerbereich, den ich hier habe, wo man sich mit Kollegen mal auf entspannt hinsetzen kann und eine Runde zocken kann. Ja, moin, hier sind überall Hundehaare von Kaido, Digga. Keine Ahnung, wie der da ist. Couch sieht unnormal unbequem aus. Auch da gab es erstmal Probleme. Das ist ein Tanzboden für Discos. Das Problem war, als der gekommen ist, dass bei jedem Schritt, den du drauf gemacht hast, sich die LEDs verändert haben farblich. Und das konntest du nicht ausstellen. Da habe ich voll den Absturz drauf geschoben und war schon wirklich kurz davor, einen richtigen Ausraster zu schieben. Aber ich muss auch an der Stelle nochmal sagen, die Jungs vom Messebauer-Team, auch Thomas, kreative Genies, haben das Problem gelöst. Ich kann den Boden jetzt einstellen, wie ich möchte, farblich. Ich habe ihn jetzt in Blau gewählt. Und hier wird dann der Bereich entstehen, der ist noch nicht fertig, wo ich mit meinen Jungs am Zocken bin, wo man mal chillen kann. Aber willst du dann nicht eher, ich rede ihn jetzt gerade so an, das würde dir ja gerade zugucken, aber ich glaube, das macht doch dann mehr Sinn, wenn er dann mit seinen Jungs halt ins Wohnzimmer oben gehen würde, oder? Sonst musst du immer in den Keller unten, bla bla. Also ich finde das Wohnzimmer deutlich gemütlicher, aber gut, ist Geschmackssache. Wir haben hier oben eine Mega-Kamera von Marshall. Die hat eine Zoom-Funktion, das ist nicht mehr feierlich. Diese Kamera hat so eine heftige Qualität, wirklich eine Mega-Kamera, davon habe ich noch eine hier im Raum. Dann haben wir natürlich auch überall, was vielleicht nicht so auffällt, diese Waben hier. Und das sind keine, ich weiß nicht, wie soll ich das sagen? Das sind keine Waben, die man kaufen kann oder Kunststoff, das sind Rehgips-Waben. Und jedes einzelne Stückchen, was ihr hier seht, wurde einzeln dort reingetan, angefertigt, verspachtelt. Also allein diese Wand im gesamten Raum hier ist so viel Arbeit gewesen. Also jedes einzelne Stückchen wurde halt reingetan. Das war ein großes Puzzle. So, für Erwachsene mäßig. Dann haben wir hier oben noch die Infinity-Decke. Leon, setz dich mal einmal hin und film mal nach oben, Digga. Ich weiß nicht, Digga, ist halt brutal, das ist wie in einem Club. Das ist die Infinity-Decke. Die macht halt diesen Eindruck, ja, als wenn es halt noch 3 Meter nach oben geht, ne? Das sieht doch geil aus, Leon, sag mal ehrlich. Das sieht heftig aus. Das bisschen surreal auch so. Bisschen surreal, ja. Das sieht krank aus. Man sollte nicht dieses Zimmer betreten, wenn man irgendwie chemische Drogen sich eingeschmissen hat. Ich glaube, boah, das war nicht ganz stimmt, so gut, aber hier Digga. Ist ein freier Haushalt. Ich würde sagen, das ist hier schon, also nicht mein Highlight-Bereich, aber ein sehr emotionaler Bereich, denn hier sind alle meine VGAs, meine Spiele. Ansonsten haben wir natürlich überall Beleuchtung, LEDs, die ich farblich einstellen kann, so wie ich möchte. Ja, und ansonsten kommen wir mal zu diesem Bereich hier, der natürlich auch ein wirkliches Highlight ist. Mein Meerwasser-Aquarium. 1500 Krank. Liter? 1500 Liter, Alter. In so einer Volvic-Flasche sind 1,5 Liter. Das hier mal 1000. Brutal. Brutal. Dann haben wir hier noch meine kleine Ecke. Die Sidebots haben wir gerade heute bekommen. Die kann man hier einfach rein- und rausnehmen. Finde ich eigentlich ganz cool. Ich habe jetzt noch nicht die passenden Gegenstände gefunden, die ich hier reinstelle. Vielleicht doch noch mal ein paar Spiele von da drüben. Einfach einen Playbutton, Digga. Würde einfach einen Playbutton reinstellen. LED im Fußboden, Digga. Ach, und Belüftungsanlage.
Hier wird die dreckige Luft rausgezogen und hier kommt frische Luft auch hier von drin. Draußen rein. Das komplett ist eine Belüftungsanlage, Klimaanlage. Ich Klimaanlage reinbauen wichtig. Lassen, weil ich so ein bisschen, ich würde mal sagen, Angst habe vor Klimaanlagen, Angst vor Krankheiten durch Klimaanlagen. Da habe ich so eine kleine Phobie. Deswegen habe ich mir ein B- und Entlüftungssystem einbauen lassen. Und das Ganze schalte ich da vorne über den Schrank, Leon. Da habe ich einfach hier einen Schrank. Nur sind zwei Schalter drin. Und jetzt von der Geräuschkulisse sollte man das auch hören. Jetzt mache ich die Zuluft komplett. Und jetzt bläst das hier halt ordentlich raus und rein. No sexual. Und jetzt kommt hier halt komplett frische Luft von draußen rein. Das heißt auch, ich muss auch sagen, es war eine sehr gute Entscheidung gewesen, auch vom Rauchen. Ich rauche hier ja leider drin, dumm wie ich bin. Aber, Leon, du bist ja Nichtraucher. Findest du, als du hier reingekommen bist, dass hier nach Rauch gerochen hat? Nö, gar nicht. Überhaupt nicht. Ne? Also das Belüftungssystem funktioniert wirklich einwandfrei. Auch geil gemacht, geile Lösung. Und es sind schon viele, ne? Mich wird das nerven, dass da so viele Teile sind. Boah, aber Digga, der raucht da auch drin. Im Kellerraum rauchen, puh. In den meisten Fällen mache ich eigentlich abends, wenn ich hier fertig bin, mache ich die B- und Entlüftung an. Und wenn ich morgens reinkomme, riecht es hier wie frisch gestrichen so mäßig. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal in den Zockerbereich. So sieht das Ganze dann aus. Ziemlich unprofessionell eigentlich auch, dass die PlayStation nicht mal an ist. Mein Zockerbereich, alles war darauf ausgelegt, dass wenn die Kamera auf mich gerichtet ist, dass das Aquarium im Hintergrund zu sehen ist. Ist auch natürlich alles eine neue Technik. Manchmal. Die Sache ist, er sitzt da ja echt nah dran am Aquarium, oder? Stell dir mal vor, der rastet aus, rutscht nach hinten und dann kommen da 1500 Liter Wasser auf dich drauf und 10 Stachelaale. Auch mit LEDs direkt verbaut. Wir haben hier beispielsweise, Leon, guck mal, für die Leute, ich habe eine Kamera im Aquarium. Also das heißt, das ist hier gerade die Live-Übertragung aus dem Aquarium. Ja? Krank. Ich habe dort eine Kamera. Warum von unten? Die würde ich ja safe höher stellen. Ich habe genau über dir noch eine Marshall-Kamera. Gleiche wie da vorne. Und ich habe auch, die ist gar nicht gerade hier, ich habe aber auch noch eine Kamera gekauft. Also kameratechnisch will ich noch ein, zwei mehr anschließen. Und das ist eigentlich, er ist relativ klein gehalten, weil natürlich hier einfach, ja, hier zocke ich, hier streame ich. Wir haben hier wieder LEDs im Boden, im Schreibtisch. Wir haben in der Wand wieder LEDs. Wir haben hier die Infinity-Decke wieder wie drüben, die auch sehr geil aussieht, wie ich finde. Wir haben hier eingebaute Monitore, wie auf der anderen Seite. Mir ist das hier viel zu viel. Pink, blau, orange, dann ein Aquarium plötzlich so noch reingeworfen in eine Mitte. Mir ist das too much. Ich habe mir immer schon überlegt, wenn ich jetzt nochmal bauen sollte, was tatsächlich bald wahrscheinlich wieder der Fall sein wird, werde ich mein Aufnahmezimmer richtig klein machen. Also ich bin ja nie hier irgendwie oft mit anderen Leuten, höchstens mal zu zweit. Aber ich mache jetzt nie irgendwie Videos vor meinem PC mit irgendwie 10 Leuten, wo man dann irgendwie zusammen ein Video macht, wie dann in Amerika so kranke Crews das machen irgendwie. Und ich möchte es mal klein und gemütlich haben. Hier habe ich mein wunderschön PC mit eingebauter PS4 und ich werde einen geupgradeten bekommen mit einer eingebauten PS5. Das heißt, also hier drinnen in diesem Bereich ist eine PlayStation 4 eingebaut. Was? Er hat in seinem PC eine PlayStation eingebaut? What? Digga, das hätte ich auch gern. Ich habe einen normalen PC ohne PlayStation drin. Ah, das ist brutal. Wasserkühlung mit schneller SSD-Karte, mit schneller SSD-Karte. Wirklich ein wunderschönes Ding. Auch MIFCOM muss ich sagen. Ich muss sie jetzt hier in dem Video nicht erwähnen. Ich mache es aber, weil sie mir seit langen Jahren zur Seite stehen. Und auch technisch mir immer zur Seite stehen, wenn ich mal Probleme habe. Ja, hier hinten noch so ein Fach. Ja gut, okay. Hier hinten habe ich noch ein Fach. Ne? Da steht noch ein original verpackter Controller. Hier haben wir noch das Get On My Level Logo natürlich, was mich die ganzen Jahre auf YouTube immer begleitet hat, was mein Logo ist. Und das haben wir hier natürlich auch nochmal als Highlight reinbauen lassen. Es ist hier so viel, also ich weiß nicht, ob das für euch so vorstellbar ist, was hier eigentlich für ein Projekt umgesetzt worden ist. Klar, das hat jetzt etwas länger gedauert, weil wegen Corona, aber überlegt einfach mal, was das hier vor für ein Raum war und was das jetzt für ein Raum ist. Ja, das ist halt krank. Das muss man ihm wirklich zugutehalten. Das ist, hat sich geisteskrank entwickelt, das ganze Haus. Ich habe sein Video damals geguckt, wo er das Haus gezeigt hat. Also ohne Ton. Ich habe das irgendwie im Hintergrund geguckt auf doppelter Geschwindigkeit, weil ich mich einfach dafür interessiert habe. Fand es echt nicht so, dass ich sagen würde, boah. Also ich sag's so, wenn ich in das Haus gegangen wäre und dann eine Führung bekommen hätte durch das Haus, hätte ich mich danach nicht für das Haus entschieden. Jetzt mit den ganzen Sachen, boah, weiß ich nicht, ob ich mich auch dagegen entschieden hätte. Auf jeden Fall hätte ich mich eher dafür entschieden. Wisst ihr, wie ich meine? Also es ist auf jeden Fall deutlich besser geworden, als wie er es damals gezeigt hat in dem Video. Allerdings bin ich halt kein LED-Fan. Und wenn, das denke ich mir gerade die ganze Zeit, als ich so ein bisschen ruhiger war, wenn diese ganzen LEDs einfach weg wären und das wäre mit schönen, cleanen Lichtern gemacht worden, dann wäre es schon mal deutlich anders gewesen. Einfach diese Optik jetzt hier, Digga. Da, wie wunderschön das einfach ist. Ich fühle es mega. Ich muss wirklich sagen, ich fühle es mega. Ich fühle mich hier sehr, sehr wohl. Ne? Das ist und, das Wichtigste. Ich werde auch, man muss mich auch anlehnen, Digga, dass ich da umfall. Ich würde behaupten, ich habe den heftigsten Gaming-Keller weltweit. Ich kenne niemanden, der einen krasseren Raum hat als ich. Das stimmt.
Also ich habe irgendwo mal gelesen, 200.000 Euro kostet der oder so. Das ist halt brutal. Natürlich, das meiste davon sind wahrscheinlich allein diese kranken Kameras da. Aber es ist halt immer Geschmackssache. Also du kannst halt nicht sagen, ja, ich habe das heftigste Gaming-Zimmer. Du musst halt sagen, so, woran misst du das? Also ich würde mich da nicht wohlfühlen. Ich fühle mich bei mir hier wohler. Also in meinen Augen, das ist jetzt so dumm an, wenn ich sage, aber in meinen Augen habe ich das heftigste Gaming-Zimmer weltweit, weil ich mich hier einfach wohlfühle. Und wenn Monte sich darin fühlt, dann hat er in seinen Augen natürlich das aus seinen Augen, aus seiner Perspektive beste Gaming-Zimmer. Und das ist aber das Allerwichtigste. Und ich glaube, damit können wir das Video jetzt auch beenden, weil er hat den ganzen Keller gezeigt. Hier unten sehen wir sonst nichts mehr. Er ist nur noch in seinem Keller unterwegs. Das war meine Reaktion auf Montes Haus. Zusammenfassend kann ich sagen, ich würde dort nicht einziehen, weil es einfach nicht meinen Geschmack trifft. Ich bin kein riesen LED-Fan. Ich habe lieber bodentiefe Fenster, als dass ich wie Monte sage, ey, ich mache die Fenster mit Rollladen zu und mache lieber LEDs und künstliche Beleuchtung, bla. Ich bin da eher so ein natürlicher Mensch, was das Ganze angeht, auch was so Designsachen angeht. Ich will hier nicht tausende Sachen rumhängen haben, bla bla. Clean, minimalistisch, so sehe ich das Ganze. Allerdings, das sage ich jetzt zum 20.000. Mal, Geschmäcker sind verschieden. Das ist alles nur Geschmackssache. Ich feiere Monte dafür, für das, was er erreicht hat im Leben und ich gönne ihm das zu 100%, weil er da komplett für gehustelt hat und hoffe, dass er sich dort sehr gut einleben wird und dass es ihm dort gefällt und dass er nicht zurück möchte in seine alte Wohnung. Also, wenn euch meine Reaktion auf dieses Video von Monte gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch unter dem Video hier da. Falls ihr euch meine Reaction bis hierhin angeschaut haben solltet, schreibt bitte einfach irgendetwas Verwirrendes für die anderen Leute in die Kommentare. Ich glaube nämlich, niemand wird sich dieses Video hier von mir komplett angucken. Danke an Tahir. Kuss geht raus an dich, der Cutter von diesem Kanal hier, dass du dieses Video hier komplett für mich geschnitten hast. Natürlich, klar, er wird dafür auch bezahlt. Wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt. Keine Ahnung, wie es dann heißt. Ich hole mir das jetzt, Digga.